Du bist Flashbang und Smoke. Bist du dir gerade von eben? Kann gut sein, ja. Wobei, nein, dann wäre er in Fatigue-Modus. Du, Wechsel, Laser Rifle. Habe ich bei anderen auch vergessen, fällt mir gerade ein. Ihr sollt alle Laserwaffen haben. Du, da. Damit ihr auch was ordentlich treffen könnt. Schaden macht und so. Zeug. Du. Okay, der da muss noch weg. Ein Medpack hatte ich, glaube ich. Den kriegst du nochmal eine Flashbang, weil die echt schick war, letzte Mission. Ja, Rest sieht gut aus. Okay, go, go. Dropship has arrived. Get ready to deploy. Our AO is within the continental United States. Schönes Dach. Noch eins. We've picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. We should get down there and eliminate any hostiles. Also, ich wollte gerade sagen, möglichst schnell aufs Dach. Ich sehe nur keinen Weg aufs Dach rauf. Und hier sind zu viele Fenster. Viele Fenster heißt, wenn ich da jetzt gleich hingehe, wird das hier alles aufgedeckt und da könnten dann gleich ein, zwei Trupps drin sein. Das ist dieser abgesperrte Müllbereich, den man gesehen hat von oben. Na gut, ich habe hier aber volle Deckung. Also selbst wenn wir jetzt was aufdecken an Gegnern, sollte das okay sein. Und es ist eh nichts drin. So, alle schöne Deckung. Jetzt schicke ich gleich noch einen an die Ecke, aber nicht diese Runde. Diese Runde kannst du da warten. Du bist da als Variable. Du machst es genauso wie er hier. Du hängst dich ans Auto und nächste Runde gehst dann da um die Ecke gucken. Alle Overwatch. Lausch, Lausch. Sektoid. So, Sektoid ist... Und das war, glaube ich, gerade ein Thin Man. Hm. Nix. Okay. Ihr beiden schaut da. Du... sprintest bis ganz da hinten. Was, wenn ich hier was auflecke? Das wäre nicht gut. Nee, geh mal... durchs Fenster rein. Okay, ich teile die weiter auf. Wir haben die zwei, die hier außen rumgehen. Dann habe ich hier drin zwei. Also Dashen ist doof. Habe ich hier drin zwei, die in Richtung der Tür gehen. Und die zwei, die zu der Tür gehen, weil sie hier nichts aufdecken können. Auch wenn das wie ein kleines Büro aussieht, wo wahrscheinlich nichts drin ist, aber ne, sicher, sicher. Das ist eine Tür, verdammt! Oh ja, ich kann natürlich vorher gucken, wo sie langlaufen mit dem... mit der Linie, die hier angezeigt wird. Meistens klicke ich nur zu schnell. So, du deckst jetzt bitte doch nicht auf, wie ich es eigentlich vorhatte, weil zu viele Leute sich schon bewegt haben. Gehst einfach nur in Overwatch. Floater und Sektoiden. Jetzt gehst du mal als erstes dahin und guckst. Nix. Sehr gut. Dann mach du mal die Tür auf. Und es ist eine Tür, die rausführt. Das ist super. Das heißt, hier werde ich erstmal eine Weile lauern. Bis der andere Trupp irgendwas aufscheucht. Dann können die beiden hier die Tür aufmachen und dann super flankieren, denke ich mal. Ihr beiden rückt auf. Findet nichts. Das heißt, sie sollte jetzt auch bis zu der Tür da laufen dürfen, ohne was aufzudecken. Gucken wir mal. Du.
Los geht's. Ach, hier sind eh keine Fenster. Warum halte ich die Fernseher immer für Fenster? Wahrscheinlich wegen dieser hellblauen Ansicht hier. Na, ich... Ich wollte auf Overwatch drücken, du Dumpfnase. So eine Granate? Hier, hier, Flashbang. Mach eine Flashbang auf die 3. So. Ich rück weiter vor, damit du nächste Runde damit helfen kannst. Du. Sprint. Dahin. Du machst nichts. Ja, du kannst jetzt einen töten. Wahrscheinlich. Es ist komisch, dass sie nicht weggeflogen sind. Also ich weiß nicht, ob das ein Bug war, weil ich hatte eigentlich hier auf Overwatch gedrückt. Ich habe keine Ahnung, warum da die Tür aufgemacht hat. Aber vielleicht wurde dadurch die Truppe nicht getriggert. Das heißt, sie sind eigentlich noch gar nicht aufgedeckt und ich kann sie trotzdem jetzt schon angreifen. Das wäre komisch. Und nein, ich schicke dich jetzt nicht weiter vor, weil ich keinen Bock habe, dass jetzt hier noch eine Gruppe Sektoiden oder irgendein Kleinkram ist. Du gehst einfach nur in Overwatch. Genauso wie du. So, kommt jetzt eine Aufdeck-Animation für die Floater da hinten? Oder dürfen die ganz regulär angreifen? Ja, du bist noch orientierungslos wegen der Blendgranate, das ist okay. Der andere ist aufs Dach rauf. Du? Geh mal. Sehr viel Glück. Okay, das machen die anderen jetzt auch und schießen die beiden zu Klump. 68 ist besser. Was machen wir mit euch beiden? Tap, 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 da bist du. Nikodemus, geh. Hast du da Deckung? Nein, oh schade. Okay, dann geh mal... dahin. Und schieße den Angeschlagenen. Und nächste Runde geht's dann aufs Dach rauf für dich. Oh. Na gut, na gut, na gut. Du kannst ebenfalls nicht in Deckung aufs Dach und stellst dich ebenfalls an so eine Tonne ran. Und dann auch hoffentlich nächste Runde hier draufklicken. 83%. Go, go. Zwei mit einem AP. Du, geh vor. Du gehst da an und schießt einfach gerade nach oben. 89, komm. Okay. Und Beförderung. So, wie viele Leute habe ich jetzt noch? Er hier kann da hinten nichts machen, geht da nur in Overwatch. Das heißt, ich habe nur noch sie und mein Assault. Mach die Tür mal auf. Und schieß hoffentlich von da den weg mit 50-50. Okay. Okay. Und schöne Tonlage. Du. Gehst einfach da rein. So, Sektoidentruppe ist irgendwo noch rumtrapseln. Richtungsangabe haben wir keine. Und das zweite Schrittgeräusch hört sich nach Stiefeln an und nicht nach nackten Sektoidenfüßen. Also werden es Sektoiden und Thin Man sein? Vielleicht? 16. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Je mehr Meld man nämlich aus diesen Containern rausbekommt, desto weiter sind die Aliens in ihrem Tech Tree. Oder desto mehr Ressourcen haben sie. Ja, aber dadurch kriegen wir wieder mehr Ressourcen, weil wir können das Mail hier entweder benutzen, um Gebäude schneller zu bauen, um andere tolle Sachen später zu machen, also psionische Einheiten oder Roboter-Einheiten zu bauen, oder es einfach auch direkt verkaufen für Kohle. So, du gehst mal aufs Dach rauf. Aber ich habe den Verdacht, dass... Oh, oh.
Das war nicht mein Verdacht. Guck. Oh, ein Tentakelvieh. Mein Verdacht ist, dass die Gegner nämlich in dem Haus hier drin sind. Aber anscheinend sind sie auf dem Dach. Du, dahin. Kannst schießen. 57% ist gut, ja. Wir sind ja auch ein bisschen höher. Unser Haus ist viel toller als deins. Du hast da leider keine... Naja, du hast Deckung. Oh, hast sogar in beide Richtungen Deckung. Ah, sehr schön. Geh da hin. Dachte, es wäre nur Deckung noch da, aber hier ist so ein kleiner Abfall-Rampending, wo sie sich hinter verstecken kann. Gott. Du könntest hier nach oben gehen. Das ist ein bisschen dreist, oder? Wen haben wir noch? Du, ja, geh mal hier in Deckung. Und in Overwatch, weil dann kann sie... wahrscheinlich mit anderen Leuten zusammen dafür sorgen, dass das Tentakel-Ding nicht irgendein von unseren wirkt. Dafür brauche ich jetzt jede Runde mindestens einen oder zwei im Overwatch. Also könntest du wirklich hier hingehen. Und nach oben gucken, sozusagen. Und du geh mal dahin. Um dann nächste Runde Eventual Run Gun zu machen. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. War eigentlich für das Tentakel-Ding gedacht, aber ne, tot ist tot. Oh. Oh, okay. Stell ihn dahin. Ich bin relativ sicher, dass er tentakelisiert wird. Deswegen... ja, oder du. Du bist auch ein bisschen weit abseits. Geh... und vor allem kann keiner dir hier helfen. Geh mal daran. Dann können die hier alle mit auf den schießen, wenn er bei dir auftaucht. Trippel, wo ist das Tentakel-Ding? Es kommt nicht. Okay, dann mach doch einfach mal die Tür auf. Guck. Oh. Hinter der Tür ist noch eine Tür. Da brauche ich jetzt noch einen. El Chefe? Ja, der hat eine schöne hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Schick den Chef mal darunter. Ihr beiden bleibt da im Overwatch. Du gehst mit ihm zusammen an die Tür hier rein. Hat einer von den Sprenggranaten? Ah, schade. Sprenggranaten sind nämlich auch ganz toll dafür, flexibel auf dem Schlachtfeld vorgehen zu können. Weil, ich glaube, hier zwischen ist keine Tür. Aber wenn ich eine Granate hinschmeiße, also eine Sprenggranate, kann ich mir einfach einen Eingang schaffen. Und so dann leichter Leute flankieren, die hier in dem Raum sind. Aber wie gesagt, die beiden haben keine. Du hättest eine. Okay, steh dich mal direkt vor die Tür. Das heißt, oben auf dem Dach ist jetzt ein Rookie hier alleine. Und, ah, die sind relativ nah beieinander, das ist okay. Hier? Oder dahinter? Irgendwo ist ein Mail-Container ausgegangen. Du, Tür auf. Nix. Okay. Die beiden im Overwatch, falls irgendwas da hinten bei den Fenstern vorbeihuscht. Schon wieder. Ich habe auf die Typen geklickt, nicht auf das... oh, du bist nicht mein... Achso, du hast die Schrotflinte, Mist. Aber selbes Problem wie vorhin. Er war aktiviert als ausgewählte Einheit. Dann wollte ich aber auf ihn hier klicken. Aber stattdessen hat er da die Tür aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was mit damit auf sich hat. Du schießt ihn mal weg. Mit stylischer Musik. Ihr solltet mal runterkommen. Weil ich glaube, wenn einer von den beiden Rookies da oben auf dem Dach
tentakulisiert wird, kann der andere nicht genug Schaden machen, um den komplett zu befreien, den anderen. Also lieber hier runter, wo mehr Leute helfen können.